jetzt das erste Mal, dass ich die Kommandos live in Action erlebe. Wo sind die Geiseln? Das ist das Wichtigste und deswegen sind wir da. Das Ziel ist die Festsetzung von Tango 2. So, guten Morgen. Wir laufen jetzt zurück zur Einsatzzentrale, wo wir gestern schon mal kurz waren. Also irgendwas habe ich erfahren, es geht um irgendeine Geiselnahme und Leute müssen gefunden werden. Also das Szenario ist wie folgt. Wir haben ja hier quasi in Dänemark einen internationalen Einsatz. Wie gesagt, Dänemark in dem Fall jetzt fiktiv. Wir können das jetzt vergleichen mit Mali, das kennt ihr ja, Afghanistan etc. Wir selber sind jetzt anlassbezogen quasi hineinverlegt, weil wir hier ein Entführungslager haben von deutschen Staatsbürgern. Wir sprechen hier von 4 entführten deutschen Staatsbürgern. Ja, und momentan befinden wir uns noch in der Phase, den genauen Aufenthaltsort quasi festzustellen. Ja, wir befinden uns ja im militärischen Planungsprozess. Ich würde es jetzt mal ins Zivile übersetzen als Brainstorming, wo wir verschiedene Spezialisten und Führer zusammenbringen, die dann eine Aufgabe zu bewältigen haben. Und zwar ist hier besonders wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, sich ganz individuell mit seinen Vorstellungen einzubringen, völlig unabhängig des Dienstgrades. Und was wir euch anbieten können, natürlich ist immer, sagen wir mal, so bis zu 45 Grad drehen. Die Lage hat sich insofern geändert, dass eine wichtige Zielperson bis zum gewissen Zeitpunkt an einem Ort ist, den wir jetzt lokalisiert haben, den Zugriff machen können, um sie festzusetzen. Jetzt kommt der finale Plan für einen ersten Zugriff heute Abend. Und das ist das, was auf mich heute Nacht zukommt. Ich bin mal gespannt. Jetzt wird's ernst. Hier ist das sogenannte Sandkastenmodell aufgebaut. Das heißt, die haben das Objekt, was heute Abend Ziel sein wird, schon mal einen kleinen nachgebaut und werden jetzt ihre Pläne vorstellen, wie man da vorgehen wird. Und dann wird sich der Kommandeur für einen Plan entscheiden. Und dann haben alle Zeit, sich vorzubereiten. Dann geht's in die Helis und los geht's. Mitten in die Action, durch die Nacht. Wo sind die Geiseln? Das ist das Wichtigste und deswegen sind wir da. Das Ziel ist, so wie eben dargestellt, die Festsetzung von Tango 2. Um letztendlich die Informationen zu gewinnen, die uns zu den Geiseln führen. So, das war ja ein ziemlich langes Briefing mit ziemlich vielen Abkürzungen, die ich noch nicht so richtig zuordnen kann. Einiges habe ich verstanden. Jetzt haben Sie noch keine Freigabe erteilt. Warum genau nicht? Was ist? Ja, die kann ich nicht erteilen, denn letztendlich ist das jetzt eine Frage einer nationalen Freigabe. Das heißt, wir erwarten aus Berlin von unserer politischen Leitung eine Freigabe, die uns dann ermöglicht, diese Operation, so wie wir sie momentan planen, auch durchzuführen. Aber ich stelle mir das vor, als Kopf so einer ganzen Bande, die hier ist, mit 6 Hubschraubern, einem Haufen Leuten. Alter Schwede, ich möchte nicht in seine Haut stecken. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben hier diesen Bunker Ost angesprochen, ja. Das ist das kleine Teil und das ist der Ostzugang. Die werden im Grunde hier hinten mit der CH-53 landen und dann ein kleines Element nach vorne schieben. Aber das eigentliche Ziel ist hier der Ostzugang vom Bunker. Ich bin hier vorne und ich kann dann sehen, was macht der Chef der Task Unit und wie führt er die Kräfte hier dann am Boden. Weil da sind wir letztendlich als Ebene Kommandeur der Taskforce verantwortlich, dass diese Führung optimiert wird. Ne? Gut, und das liegt in der Entscheidung natürlich der Breacher. Ne? Die gucken sich das an und müssen dann entscheiden, mit welchen Mitteln sie dann hier reinkommen. Das ist also eine Breaching-Stelle. Aber was sie machen, obliegt in der Beurteilung derer, die dann an die Tür gehen. Ne? So, who is Tango 2? What? Who is the one? Who is Tango 2? Who is the... Yeah, here's a highlight. It's you? Okay, hey, nice to meet you. Hier, dänischen Kameraden, die uns unterstützen, ja. Als Feinddarstellung. Unsere dänischen Freunde sind auch schon heiß. Ne? Also wollen auch wirklich Widerstand leisten, richtig? Dass die Anwendung der Gewalt
durch unsere Kräfte verhältnismäßig ist. Keiner ist hier bewaffnet, auch wenn derjenige jetzt hier nicht kooperationswillig ist. Aber das ist eine körperliche Gewalt, die von dem ausgeht und die wird auch auf diesem Niveau beantwortet. Ja, es wird hier niemand, sag's ganz deutlich, niemand blindlings erschossen, ja, wie manchmal ja der Eindruck ist. Und das werden wir uns dann angucken, ne, wie das verläuft, ob auch alles richtig gemacht wird und die Verhältnismäßigkeit der Anwendung der Gewalt auch wirklich richtig angewandt. Einzelnen Teams rein. Ich gehe mit dem Assault-Team 1 los, das heißt, wir sind diejenigen, die den festnehmen. Und ich muss mich jetzt ausrüsten lassen, einreisen lassen. Und genau das machen wir jetzt mit dem Nahkampfausbilder des KSK, der krasseste von allen. Ab. Also das Erste, was wir einmal machen werden, wir werden dich einweisen in die Ausrüstung, weil du heute unter Night Vision dann mit den Operatoren auch mitlaufen wirst. Du wirst einmal die Brille von mir bekommen. Wir können Wärmebildgerät, wir können zum Beispiel Umrisse von Personen extra uns anzeigen lassen. Ja. Und die Quad-Eye hat aber einen Vorteil. Wir haben einmal das Grün-Absehen, also ich schaue durch und habe alles grün oder auch das Weiß-Absehen. Der Vorteil an der Brille für die Assaulter ist, dass ich natürlich einen größeren Bereich habe, den ich überdecken kann. Das heißt, im Raumkampf ist das auf jeden Fall die erste Wahl für die Assaulter. Jetzt würde mich aber interessieren, weil ich war ja bei sowas noch nie dabei. Was hast du an, wenn du da hingehst? Also Assault-Kräfte, aber den Plattenträger. Wir versuchen natürlich so leicht wie möglich dann aufzutreten. Besonders jetzt für die Assault-Kräfte wird wichtig sein in der Phase Bunker, enge Raumsituation. Ich muss klettern können damit, ich muss kriechen können damit. Mhm. 436K oder das 416 habe ich da noch mit dabei. Habe meine Kurzwaffe, die P30, noch mit dabei und habe dann zusätzlich noch ein Kampfmesser mit dabei. Wir haben ja ein eigenes Kommandomesser. Zeig mal her, darf man das zeigen oder eher nicht? Eher nicht. Eher nicht, okay. Gut, eine ganze Menge Shit dabei. Krasser Auftrag, ich bin mal gespannt, was das heute Abend wird. Dann jetzt mal besser anfangen, einkleiden. So. Machen wir uns für den Hit klar. Ich muss ungefähr 1000 Sachen anziehen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin Teil eines Assault-Teams. Leute festnehmen. Stolz ist für mich kein Thema. Ich denke mal, es geht darum, dass die Männer bei dieser Übung so einsatz- und realitätsnah wie nur irgendwie möglich üben können und damit auch Sicherheit und das Selbstbewusstsein auch nochmal sich verstärkt, dass in einem realen Szenario sie dann auch wirklich in der Lage sind, ihren Auftrag 100% erfüllen zu können. Das ist unsere Aufgabe, dass wir eben solche Übungen planen und durchführen. Jetzt stehen hier die einzelnen Teams, die einzelnen Units, die auf den Helis aufsitzen und checken gerade ihre Kommunikation. Das heißt, es muss ja stimmen, das ist der sogenannte Comms-Check. Wird das jetzt das erste Mal, dass ich die Kommandos live in Action erlebe. Also, das wird schon krass. Jetzt geht's los. Auf die Helis und dann heißt es, jetzt wird's krass. Also, es ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl. Aus meiner Edition Lebern habe ich das Zwiebelprinzip an. Riecht auch noch ein bisschen nach Zwiebel aus dem Dschungel.